Aber die Proportionen müssen eben auch stimmen. Und bei Muskulatur nicht so ausgeprägt wie die Rückenmuskulatur, dann gibt das schon wieder Abstriche. Dennis James, auch wer er will, natürlich in die Annalen der Universumgeschichte eingehen und das natürlich als Sieger, auch ein Amateur, Mr. Universe. 95 war es in der Klasse 2. Den Gesamtsieg, den hat er nur ganz knapp verpasst gegen den Aussie Grant Dolmetscher. Er hat 5 Kilogramm mehr an Muskelmasse im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auszusetzen gibt es da eigentlich nichts. Der Weg in den großen Teich hat sich gelohnt für Dennis James. Hat mit dem stärksten Eindruck hier bislang hinterlassen und er gibt noch eine kleine Zugabe. Aspekt, der natürlich gerade in den USA eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Kommt auch hier in Birmingham nicht zu kurz. Der ist James.